Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, der mitunter drehbuchreife Wendungen und Überraschungen geboten hat, erreicht heute seinen Höhepunkt mit dem TV-Duell zwischen der Demokratin Kamala Harris und dem Republikaner Donald Trump. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu dieser ZIP-Spezial zu begrüßen. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden und erst das zweite Mal überhaupt, dass sie gemeinsam in einem Raum sind. Zwei Monate vor der Wahl wird diesem TV-Duell besonders große Bedeutung beigemessen. Wir werden hier im Studio analysieren mit Inka Pi, stellvertretende Chefredakteurin und ehemalige Korrespondentin in Washington. Guten Morgen, Inka. Schöne Nacht, schönen guten Morgen. Und mit Martin Weiß, er ist auch hier im Studio. Er war Botschafter in den USA von 2019 bis 2022. Ja, stimmt. Hat also sowohl Biden als auch Trump miterlebt und ist jetzt Präsident des Thinktanks Salzburg Global Summits. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und danke fürs Kommen zu dieser Stunde. Und live aus Philadelphia zugeschaltet ist unser Korrespondent Christoph Kohl. Ja. Dort in Philadelphia beginnt also in weniger als einer halben Stunde die TV-Debatte in jener Stadt, also in Pennsylvania, in der einst die Unabhängigkeit der USA verkündet und die Verfassung beschlossen wurde. So unterschiedlich die beiden Kandidaten, so unterschiedlich sind sie auch im Zugang zu diesem heutigen Auftritt, der strengen vom Fernsehsender ABC festgelegten Regeln folgt. Ein Duell in einem hart umkämpften Wahlkampf, das vieles entscheiden kann. Aus den USA, Barbara Wolczek. Das erste persönliche Treffen, das erste und vielleicht einzige TV-Duell zwischen Harris und Trump in diesem Wahlkampf. Die Umfragen Kopf an Kopf. Es geht um viel, diesmal vielleicht noch um ein bisschen mehr. Kamala Harris ist bekannt für ihre gute Vorbereitung und die scharfen Treffer, die sie oft landet. Nach ihrem Einstieg in den Wahlkampf, inklusive Höhenflug, hat sich die Euphorie aber wieder gelegt. Von Harris wird erwartet, dass sie zeigt, wofür sie steht und persönlichen Attacken ihres Gegners standhält. Darauf, sagt sie in einem letzten Radiointerview, ist sie eingestellt. Es ist immer das gleiche Drehbuch, sein Niveau kennt nach unten keine Grenze. Von Trump erwarten seine Unterstützer die ihm eigenen harten Angriffe und sein Team hofft, dass er in der Spur bleibt. Vorbereitung, sagt er, braucht er nicht. Entweder man weiß, worum es geht und macht gute Politik oder nicht. Es geht freilich um die, die noch unentschlossen sind, um jene Bundesstaaten zu gewinnen, die derzeit noch unentschieden sind. Es ist ihre Chance zu zeigen, wer sie ist und was sie will. Alles ist bereit im National Constitution Center in Philadelphia. 90 Minuten mit zwei Werbepausen. Vorhang auf. Ja, Vorhang auf in weniger als einer halben Stunde für diese mit Spannung erwartete Debatte. Christoph Kohl, Pennsylvania ist ein heiß umkämpfter Swing State, in dem es wirklich um jede einzelne Stimme geht. Was erwarten sich denn die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, von diesem Duell? Ja, ich war heute am Nachmittag vor dem National Constitution Center, wo sich einige Schaulustige aus dem ganzen Land eingefunden haben. Und ich habe dort mit einer Demokratin, einem Trump-Unterstützer und einem Unentschlossenen gesprochen. Der Reihe nach, die Demokratin hofft, dass es Kamala Harris heute in der Debatte gelingen wird, zu zeigen, welche Gefahr Donald Trump für die US-Demokratie darstellt und dass sie es schafft, sich gegen Donald Trump durchzusetzen, zu zeigen, dass sie präsidentiell ist, dass sie das Zeug zur ersten Präsidentin der USA hat. Der Trump-Anhänger war ursprünglich Demokrat, ist aber vor allem wegen der Israel-Politik jetzt zu Donald Trump übergelaufen. Nicht erst seit dem Gaza-Krieg, sondern seitdem Donald Trump die US-Botschaft nach Jerusalem verlagert hat. Das ist ihm ein wichtiges Thema. Und er hofft, dass Donald Trump hier nochmal stark auftreten wird. Er hofft, dass Donald Trump on message bleiben wird. Also, dass er sich auf die Inhalte konzentriert, dass er sachlich bleibt und dass er von zu persönlichen, unbegriffigen Angriffen auf Kamala Harris absieht. Und der wohl wichtigste, mit dem ich da heute am Nachmittag gesprochen habe, ist eben dieser Unentschlossene. Der kommt hier aus Pennsylvania. Also, das ist tatsächlich eines dieser Zünglein an der Waage einer dieser Personen, die die Wahl hier entscheiden könnte. Und der hat mir gesagt, er hat die Nase voll von all diesen Streitereien zwischen Demokraten und Republikanern, von den Untergriffen. Er sagt, wir haben amerikanische Probleme.
Schlaglöcher in den Straßen sind nicht republikanisch oder demokratisch, das sind amerikanische Probleme und dafür erwartet er sich heute Lösungen. Da geht es zum Beispiel um die Einwanderung, um Drogen, die über die Grenze in das Land kommen, aber auch um das globale Chaos mit den Kriegen in Gaza und in der Ukraine. Er erhofft sich heute da klare Vorstellungen, klare Pläne von beiden Kandidaten und er hat gesagt, dass er hofft, nach der heutigen Debatte mehr zu wissen, ob er für Trump oder für Harris stimmen wird. Christoph Kohl, mit dem wir via Skype verbunden sind. Sie sind ja schon im National Constitution Center, wo sich auch viele Experten und auch namhafte Politiker eingefunden haben. Mit wem konnten Sie da bereits sprechen? Ja, wir sind hier im sogenannten Spin Room, der quasi immer neben den Fernsehstudios sich befindet. Da kommen viele prominente Politikerinnen und Politiker her. Ich habe vor kurzem den neuesten Verbündeten von Donald Trump getroffen, Robert F. Kennedy Jr., der ehemalige Demokrat, der bis vor kurzem noch als unabhängiger Kandidat kandidiert hat und jetzt Donald Trump unterstützt. Und der hat mir gesagt, dass er hofft, dass Donald Trump hier heute eine einende Botschaft an die Nation hat, dass er sich hier persönlich gibt. Er sagt, er hofft auch das Gleiche von Kamala Harris, aber Robert F. Kennedy ist dermaßen von den Demokraten enttäuscht, dass er da keine großen Hoffnungen hat. Es sind auch einige wichtige demokratische Senatoren da, die jetzt natürlich versuchen, hier in diesem riesigen Medienzentrum, wo insgesamt 1000 Journalistinnen und Journalisten diese Debatte verfolgen, vor allem nach dem Ende des Duells, dem Ganzen einen gewissen Spin zu geben. Also ihren Kandidaten, ihre Kandidatin als Siegerin dieses Duells zu verkaufen. Also ich erwarte mir da viele prominente Politikerinnen und Politiker, mit denen wir nach der Debatte über die Performance von Kamala Harris und Donald Trump sprechen können. Es steht für beide wirklich viel auf dem Spiel. Vielfach ist da ja auch von einem der wichtigsten TV-Duelle in der jüngeren Geschichte der USA die Rede. Tatsächlich liegen in den Umfragen beide relativ konstant gleich auf. Könnte diese Debatte, Christoph, tatsächlich wahlentscheidend sein? Ja, es ist ein derart knappes Rennen, wo es um den entscheidenden Swing State, von denen es 7 gibt, auf ein paar tausend, 10.000 Stimmen ankommt. Und da ist die Performance in der heutigen Debatte natürlich extrem wichtig. Wenn man hier heute eine gute Performance abgibt, dann kann man einen gewissen Schwung mitnehmen, einen gewissen Vorsprung ausbauen. Und vielleicht noch wichtiger, sollte Kamala Harris oder Donald Trump hier heute patzen, dann könnten sie quasi einen Rückstand aufreißen, der dann wieder schwer aufzuholen ist in den verbliebenen 7 Wochen, die jetzt noch bleiben bis zur Wahl. Auch angesichts dessen, dass ja zum Beispiel hier in Pennsylvania schon ab kommenden Montag teilweise gewählt werden kann. Also es steht hier für beide Kandidaten wirklich viel auf dem Spiel. Und welche Themen werden Sie im Vordergrund stehen, glauben Sie? Für Kamala Harris ist ganz wichtig das Abtreibungsthema. Das ist eines, mit dem die Demokraten mobilisieren können. Das haben sie schon zum Beispiel in den vergangenen Midterms vor 2 Jahren gesehen. Und Donald Trump wird sich natürlich ganz auf das, wie er sagt, Chaos an der Grenze setzen und auf die Wirtschaft. Da sind seine Vertrauenswerte die größten bei den Amerikanerinnen und Amerikanern. Eine Mehrheit glaubt, dass Donald Trump das besser managen kann. Und vor allem gibt auch eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner Präsident Joe Biden und damit auch seiner Vizepräsidentin Kamala Harris die Schuld an den hohen Lebenserhaltungskosten. Sprechen wir jetzt auch noch über den Ablauf dieses TV-Duells. Wie sieht denn dieser aus? Auf welche Regeln hat man sich geeinigt? Da gab es ja im Vorfeld viel Diskussionen, vor allem wegen der Mikrofone. Genau, da gab es ein langes Hin und Her, ob quasi die Mikrofone, währenddem der eine oder die andere antwortet, stumm geschaltet werden sollen. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass die Mikrofone eben stumm geschalten werden. Kamala Harris wollte das ändern. Sie wollte, dass Donald Trump sie auch unterbrechen kann, weil sie da gehofft hat, vielleicht auf einen viralen Moment, wo sie sich gegen Trump durchsetzen kann, dass Trump da auch etwas aus der Bahn gerät und sich nicht so präsidentiell gibt, wie er das vielleicht gerne würde und wie das seine Berater wollen. Wir erinnern uns an die Debatte zwischen Kamala Harris und dem damaligen Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence. Da hat sie gemeint, als er sie unterbrochen hat, I am speaking, und das war dann ein viraler Moment, der in den sozialen Medien ganz groß geworden ist und der Kamala Harris durchaus
geholfen hat, dann als Siegerin dieser Debatte wahrgenommen zu werden. Prinzipiell sind die Regeln sehr streng. Die beiden Kandidaten dürfen zum Beispiel keine vorbereiteten Notizen mitnehmen auf die Bühne. Sie bekommen einen Block, einen Kuli und eine Flasche Wasser. Während der beiden Werbepausen dürfen sie nicht mit ihren Beraterinnen und Beratern sprechen. Und Donald Trumps Team hat da ganz viel Wert drauf gelegt. Zum Beispiel war heute nochmal im Studio, hat abgemessen, wie hoch das Podium ist, dass die beiden Podien tatsächlich 1,80 Meter voneinander entfernt sind. Genau jede Kameraposition nochmal abgenommen und Donald Trump gebrieft, der ja, wie wir wissen, ein Performer im Fernsehen ist und der hofft, davon profitieren zu können. Genau. Was glauben Sie denn? Wem liegt denn prinzipiell dieses Format mehr? Dem ausgewiesenen TV-Profi Trump? Es ist ja auch mittlerweile bereits seine 7. Wahldebatte. Oder doch eher der relativ selbstbewussten und auch redegewandten Harris? Wer, glauben Sie, hat da die besseren Karten heute Abend? Prinzipiell fühlt sich Donald Trump im Rampenlicht vor den Kameras wohl und das liegt ihm durchaus. Bei ihm ist nur die Gefahr, dass er eben nicht on message bleibt, dass er sich vielleicht von Kamala Harris provozieren lässt und zu Untergriffen quasi hinreißen lässt, was dann wiederum für ihn ein Problem werden könnte. Ein interessantes Detail am Rande, die Harris-Campaign hat da heute hier in Pennsylvania und an den beiden Wohnorten von Donald Trump Werbespots geschalten, die darauf abzielen, Donald Trump zu provozieren und ihn quasi so ein bisschen aufgeladen hier in diese Debatte kommen zu lassen. Aber Kamala Harris ist sicher auch eine starke Duellantin hier. Sie ist ja eine Staatsanwältin. Sie weiß es, wie sie Donald Trump herausfordern kann. Schwierig für beide ist es, dass es kein Publikum gibt. Also gerade Donald Trump lebt ja ganz stark von den Reaktionen des Publikums. Das fehlt ihm, das hätte er gerne gehabt. Vielen Dank, Christoph Kohl, fürs Erste live aus dem National Constitution Center. Wir werden am Ende des Duells dann wieder mit Christoph Kohl in Philadelphia sprechen. Ja, welche Bedeutung hat jetzt dieses Duell? Diese Frage möchte ich jetzt gleich meinen Gästen stellen. Martin Weiß, ich beginne mit Ihnen. Seit Kamala Harris übernommen hat, ist das Rennen wieder weitgehend offen. Mhm. Könnte heute Abend wirklich dann, könnte es zu einer Wende kommen? Also es haben manche politische Beobachter gesagt, the debate is everything. Mhm. Wer heute Abend die Debatte gewinnt, der gewinnt auch die Wahl. Bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, aber wir haben bei Joe Biden gesehen, wie entscheidend eine Debatte sein kann. Hat immerhin dazu geführt, dass er seinen Wahlkampf beendet hat. Also das ist schon ein großer Moment. Für Kamala Harris, glaube ich, wichtiger als für Donald Trump, weil die amerikanische Öffentlichkeit kennt Kamala Harris nicht wirklich gut genug. Ja, sie war Vizepräsidentin, aber der Vizepräsident steht nun mal im Schatten des Präsidenten. Sie war Senatorin, aber auch nur wenige Jahre. Das heißt, viele Leute in den USA können sie nicht wirklich einschätzen. Heute Abend ist die Gelegenheit zu sehen, wie tut sie sich? Kann sie das? Kann sie mit einem Profi, Donald Trump, wie Sie richtig gesagt haben, schon die 7. Debatte, also der kennt sich im Fernsehstudio wirklich perfekt aus. Also kann sie dort wirklich bestehen? Das ist für viele Zuschauer, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, wo man dann vielleicht auch dann die Wahlentscheidung trifft. Mhm. Laut einer New York Times Umfrage sagen tatsächlich 28%, sie müssen sich erst noch ein Bild machen von Kamala Harris. Sie wollen jetzt mehr erfahren von ihr. Also eine ganz große Chance für Sie, dass heute... Und bei Donald Trump ist es anders. Jeder kennt Donald Trump. Ganz egal, was er heute Abend macht, kaum wird dann jemand seine Meinung über Donald Trump ändern. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Also genau. Es gibt wenig Schattierung dazwischen. Ja. Inkapi, wie schätzen Sie das ein, die Bedeutung des heutigen Duells? Durchaus ähnlich. Ich finde es interessant, historisch betrachtet hat die Relevanz dieser Debatten ja eine umstrittene Diskussion ausgelöst. Wir haben Datenmaterial aus 60 Jahren Debattegeschichte. Es gibt sehr viele Studien und Umfragen zu dem ganzen Thema. Und im Durchschnitt sagen ja nur 1-2% der Wähler und Wählerinnen, dass wirklich dieser Debate der ausschlaggebende Moment war, dass sie sich für den Kandidaten entschieden haben. Aber, und auch das ist schon angesprochen worden, es gibt immer so einzelne Momente, wo dann die Debatten dann doch ganz entscheidend sein können. Und wir haben schon gehört von Christoph Kohl, diese Wahl ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es wird darauf hinauslaufen, dass möglicherweise in einzelnen Bundesstaaten ein paar tausend Stimmen entscheidend sind. Und möglicherweise sind das die tausenden Stimmen, die heute erreicht werden können. Die letzte Debatte zwischen Trump und Biden haben 51 Millionen Menschen im Fernsehen gesehen. Das ist das eine. Aber was meiner Meinung nach möglicherweise noch entscheidender ist,
Die Videoteams von Kamala Harris und Donald Trump warten darauf, sitzen schon bereit, die Top-Sager des eigenen Kandidaten, der eigenen Kandidatin und die totalen Flops des Gegenkandidaten, der Gegenkandidatin so schnell wie möglich rauszuschneiden. In wenigen Stunden wird TikTok, wird Facebook, wird Instagram voll sein mit diesen paar Momenten, die die Debatte entschieden haben oder die zumindest diesen Spin geben sollen. Und klar ist auch, vor allem unentschlossene Wähler und Wählerinnen schauen vielleicht nicht gerade die Debatte, sehen aber genau diese Clips, die dann die sozialen Medien fluten werden. Also ja, ich glaube, auch wenn historisch betrachtet die Relevanz eher niedergeschrieben wird, heute kann sie tatsächlich sehr relevant sein. Sie haben schon angesprochen, es gab ein paar legendäre TV-Duelle, die wollen wir dann im Anschluss uns noch genauer anschauen. Aber bleiben wir jetzt beim heutigen Aufeinandertreffen. The Economist schreibt zum Beispiel, wir werden sehen, a clash of speaking styles, also dass hier ganz unterschiedliche Sprach- oder Sprechstile aufeinandertreffen und aufeinander prallen. Wie werden die beiden dieses Duell, glauben Sie, anlegen? Welche Strategie werden sie verfolgen? Es ist interessant, Sie sagen das aufeinanderprallen. Es ist ja tatsächlich ein verbaler Boxring. Es ist ein verbaler Kampf, den sie hier ausfechten. Und klar ist auch, weil das Rennen so eng ist, will Kamala Harris, will genauso Donald Trump als Sieger aus dieser Debatte hervorgehen. Kamala Harris wird eine Strategie verfolgen, die sie schon anklingen hat lassen in den letzten Wochen. Und zwar wird sie sich als die Change-Kandidatin präsentieren, als die leuchtende Zukunft der Vereinigten Staaten. Und sie wird sehr stark versuchen, Donald Trump als die düstere, chaotische Vergangenheit darzustellen. Eines ist aber auch klar, aufgrund dieser Umfrage, die Sie angesprochen haben, 28% der Wähler und Wählerinnen sagen, sie haben noch kein klares Profil, wird Kamala Harris heute auch eines probieren. Sie wird versuchen, ihr Profil zu schärfen. Einerseits inhaltlich, aber natürlich auch persönlich. Weil bei diesen Debatten geht es ja nicht nur um das Inhaltliche, es geht sehr stark darum, schaffe ich es, diesen einen Moment mit dem Zuseher, mit der Zuseherin zu schaffen, die sich dann tatsächlich motiviert fühlt, mir ihre Stimme zu geben. Da geht es darum, bin ich schlagfertig? Kann ich meinen Gegenkandidaten auch vielleicht einmal in Grund und Boden reden? Kann ich eine gewisse Coolness haben? Bin ich einerseits staatsmännisch, staatsfrauisch, aber auch volksnah? Also es sind verschiedene Dinge, die man hier in dieser Debattensituation schaffen muss. Besonders eine Herausforderung für Kamala Harris, weil es ihre erste in diesem Setting ist. Und natürlich auch die Herausforderung, weil die beiden ja diese Situation miteinander noch nie erlebt haben. Das heißt, da kann auch der ein oder andere Überraschungsmoment kommen. Bei Donald Trump ist es ganz anders. Von Donald Trump, wie Martin Weiß schon gesagt hat, wissen wir, wie er sich aufstellen wird. Wir kennen ihn. Er wird aber versuchen, eines zu machen. Er wird sagen, all die Probleme, vor denen die Vereinigten Staaten und die Welt gerade stehen, für die ist die Biden-Harris-Regierung und damit Kamala Harris zumindest mitverantwortlich. Das heißt, die Preise, die seit die beiden im Amt und Würden sind, um 20% gestiegen sind, das Thema wird ganz, ganz stark sein, weil wir wissen ja, dass die Wirtschaft immer das Top-Thema bei den Wahlentscheidungen ist. Dann wird er natürlich auch die Migration ansprechen, illegale Migration. Das Problem ist ein sehr großes in den Vereinigten Staaten wie auf vielen Teilen der Welt. Auch das wird er sehr stark versuchen, an sie direkt zu koppeln. Und dann natürlich auch das Thema Sicherheit, Kriege rund um den Globus, all das wird der Kamala Harris versuchen, in die Schuhe zu schieben. Gleichzeitig wissen wir von seinen Beratern, er soll vor allem eines versuchen, nicht auszucken, keine Wutanfälle, nicht zu erumpieren, wofür er ja auch bekannt ist, vor allem auch, wofür er bekannt ist und was bei unentschlossenen Wählern und Wählerinnen nicht gut ankommt, Rassismus, Sexismus. Für Kommentare in diese Richtung ist er ja durchaus bekannt. Das wird kritisch gesehen, vor allem von Wechselwähler und Wählerinnen. Also das wurde ihm geraten, soll er unterlassen. Wir haben auch gehört, ein Berater soll ihm gesagt haben, man weiß, er will ja so gern so oft was sagen. Vielleicht schafft er es an der einen oder anderen Stelle, einfach nur eine Grimasse zu machen oder das Gesicht zu verziehen. Sprich, mehr mit seinem Ausdruck zu sprechen, als wirklich die Worte in den Mund zu nehmen. Herr Weiß, das Attentat auf Trump das auch in Pennsylvania stattgefunden hat, war für viele der Moment, da war eigentlich die Wahl gelaufen. Dann hat Kamala Harris das Ruder übernommen. Hat sie das überrascht, wie schnell es ihr gelungen ist, die Partei hinter sich zu einen und dem ganzen Wahlkampf eine neue Dynamik und auch ein neues Narrativ zu geben? Ja, das war überraschend, weil am Tag, an dem Joe Biden entschieden hat, dass er nicht mehr antreten wird, haben Beobachter gesagt, die Chance für Joe Biden, die Wahl noch zu gewinnen, steht bei 24%. Also er hatte die Wahl praktisch verloren.
dass die Demokraten sich so schnell auf Kamala Harris einigen konnten. Ja, dass sie sich alle hinter sie stellen, dass das Fundraising anläuft, dass sie hat da Rekorde im Geldeinsammeln aufgestellt. Das war überraschend, aber den Demokraten ist einfach wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Man hat gewusst, wir schaffen das nicht mehr mit Joe. Und da war endlich eine Hoffnung da. Da hat man gesagt, so, jetzt keine Kleinigkeiten mehr, nicht mehr irgendwelche Problemchen, die es vielleicht mit ihr, der Kandidatin gibt. Jetzt geht es nur eines, nach vorne, wir müssen gewinnen und die Chance lebt. Mhm. In wenigen Minuten geht's los. Inka, schauen wir kurz in die Vergangenheit zurück. Mhm. Das erste TV-Duell hat 1960 stattgefunden. Mhm. Welche legendären Duelle hat es denn gegeben, die ja, Geschichte geschrieben haben? Ich glaube, das erste Duell Richard Nixon damals gegen John F. Kennedy ist schon eines, über das man kurz sprechen sollte. Denn es war das allererste und Richard Nixon als Republikaner, damals vielleicht noch nicht so üblich, wollte sich kein Make-up auftragen lassen, hat scheinbar auch die Wirkung des Scheinwerferlichts unterschätzt. Heutzutage denkunmöglich. Denkunmöglich, er hat kein Puder oben gehabt. Wir sehen es vielleicht ein bisschen hier in den Einspielungen. Er hat wirklich im ganzen Gesicht geschwitzt, er hatte gerade eine Grippe. Er hat im Vergleich zu John F. Kennedy, der jung und dynamisch gewirkt hat, einfach geschwächt gewirkt und letztlich dann auch die Wahl verloren. Also ein Moment, wo diese erste TV-Debatte gleich mal relativ relevant geworden ist. Mhm. Schauen wir uns vielleicht eine zweite an. Mhm. 1984 Ronald Reagan gegen Walter Mondale. Auch sehr spannend, weil sie vor allem zeigt, wie Coolness und Schlagfertigkeit, was wir vorher schon besprochen haben, entscheidend sein kann. Ronald Reagan war damals 73 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zu dem damaligen Zeitpunkt der älteste Präsidentschaftskandidat eigentlich. Und war darauf vorbereitet, dass sein Alter zum Thema wird. Wurde vom Moderator darauf angesprochen, auf sein Alter, auf seine Fitness, auf wie anstrengend dieser Job ist. Und er hat dann sehr cool gesagt, naja, also er möchte an dieser Stelle jetzt nicht über das Alter diskutieren. Hat aber es auch geschafft, eine sehr gute Wende zu bekommen, hat nämlich dann gesagt, dass er auch nicht über die Jugendlichkeit und die Unerfahrenheit seines Gegenkandidaten hier sprechen möchte. War ein genialer Schachzug, den wir uns jetzt auch anhören können. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Dieser eine Moment, wo alle lachen, selbst die da gerade bei der Debatte stehen, und Mondale soll ja danach auch gleich gesagt haben, das war der Moment, wo er gewusst hat, diese Präsidentschaft hat er verloren. Gelaufen, die Sache, ja. Ein anderes Duell, das auch sehr spannend gewesen ist, weil es zeigt, wie manchmal bei diesen Debatten, so wie jetzt, bei so knappen Rennen entscheidend sein können, ist das Jahr 2000 gewesen. Damals George W. Bush gegen Al Gore. In der ersten Debatte hat Al Gore da immer wieder geseufzt, wenn George W. Bush gesprochen hat. Er hat immer wieder mit dem Kopf irgendwie ablehnend gewirkt und hat es dann nicht mehr geschafft, diesen Eindruck des ein bisschen überheblichen Intellektuellen, der Arroganz abzuwerfen. Schauen wir mal da kurz rein. Damals, wir wissen es, historisch betrachtet, ein ganz, ganz, ganz knappes Rennen, das durch die Gerichte gegangen ist. Letztlich hat Al Gore dann gegen George W. Bush verloren. Und dann, es gibt ein ganz junges Beispiel, das uns allen in Erinnerung ist. Es gibt das ganz junge Beispiel, genau, im Juni die Debatte Donald Trump gegen Joe Biden, die tatsächlich, glaube ich, wirklich in die Geschichte eingehen wird, weil sie hat einfach das Ende von Joe Bidens Präsidentschaftskandidatur für eine zweite Amtszeit eingeläutet. Dieser Moment, wo Joe Biden einfach in die Ferne starrt, wo er nicht weiß, wo er genau inhaltlich ist, wo er von einem Thema zum nächsten springt, wo es auch diesen Moment gab, wo dann Donald Trump gesagt hat, ich glaube, er weiß ja selber gar nicht mehr, was er redet. Also innerhalb weniger Minuten bei der Debatte, wir haben sie auch gemeinsam analysiert, haben wir gesagt, das Rennen ist over. Die ganze Welt konnte sozusagen zusehen, wie da die Kandidatur von Joe Biden implodiert auf der Bühne. Hat Sie das eigentlich, Herr Weiß, überrascht, wie lang er festgehalten hat, trotz der ganz offensichtlichen gesundheitlichen Probleme, die er hatte, Joe Biden?
Ein bisschen überraschend war es schon. Andererseits war das die Geschichte von Joe Biden, der gesagt hat, mir hat man wenig zugemutet. Man hat nicht geglaubt, dass ich gewählt werde. Ich bin gewählt worden. Man hat geglaubt, ich werde die Zwischenwahlen verlieren. Ich habe sie nicht verloren. Immer wieder hat man gesagt, Joe schafft's nicht. Und dann habe ich es immer geschafft. Also so dieses Stehaufmännchen, das war typisch Joe Biden. So jemand will natürlich nicht aufgeben. Danke, Herr Weiß. Aus rechtlichen Gründen kann dieser Teil der Sendung leider nicht gezeigt werden. Ja, das war der erste Teil der ABC News Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Der veranstaltende Sender ABC ist in der ersten von zwei Werbepausen. Jetzt wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, die Ereignisse der letzten knappen Stunde einmal Revue passieren zu lassen und zu analysieren. Aber das ist uns aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt. Inkapi, warum nicht? Der Fernsehsender ABC hat sehr, sehr strenge Regeln aufgestellt, unter welchen Umständen Fernsehsender auf der ganzen Welt diese Fernsehdebatte überhaupt übertragen dürfen. Das sind Regeln, an die wir uns als ORF natürlich halten müssen, um diese Debatte überhaupt unserem Publikum zugänglich zu machen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir das hier ein bisschen transparent ausschildern, genauer ausschildern für unsere Zuseher und Zuseherinnen, warum das alles so gekommen ist. Es ist nämlich auch für uns medienpolitisch ein bisschen Neuland. Es hat die erste Debatte heuer auf CNN stattgefunden, die zweite nun auf ABC. Das ist aber das erste Mal so. Seit 1988 war eigentlich immer die Kommission für Präsidentschaftsdebatten zuständig für die Übertragung, für die Veranstaltung dieser Präsidentschaftsdebatten. 1988, fast mein ganzes Leben lang ist es also so gewesen. Diese Kommission ist eine überparteiliche Kommission gewesen, der es wichtig war, faire, informative Debatten zusammenzustellen. Es ist jetzt auch keine ganz unumstrittene Organisation, muss man auch dazu sagen, aber eine Organisation, die sich bemüht hat, dieses Programm so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Es hat in der Regel immer drei Debatten gegeben und eine Vizepräsidentschaftsdebatte, die wurde auf allen Fernsehsendern, auf allen Radiosendern, auf allen Streamingdiensten, die das übertragen wollten, übertragen. Damals unter, wir haben sie auch schon in der Vergangenheit übertragen, relativ einem geringeren Regelwerk. Es war leichter, hier zu diskutieren. Es gab keine Werbeunterbrechungen, wie das jetzt ist. Aber jetzt ist es eine neue Situation eben. ABC hat ein sehr strenges Regelwerk erlassen, weshalb es uns jetzt hier eben nicht erlaubt ist, dass wir politisch analysieren, was wir gerade gesehen und gehört haben. Das wird dann am Ende der Debatte erst stattfinden können hier. Aber wie ist es überhaupt zu dieser Änderung gekommen, dass man jetzt sozusagen diese Kommission für Präsidentschaftsdebatten einfach umgeht? Mhm. Es ist so, dass sowohl die Trump-Campaign als auch die Biden-Campaign ein Problem hatten mit der Form, wie die Kommission diese Debatten veranstaltet hat, vor allem mit dem Zeitpunkt. Denn diese Debatten haben historisch immer im September und im Oktober stattgefunden. Ein Zeitpunkt, wo viele Wähler und Wählerinnen mit Brief schon gewählt haben. Und beide Kampagnen wollten früher mehr Einfluss ausüben und hatten einfach das Ziel, dass man eine Debatte schon viel früher ansetzt, wogegen sich die Kommission aufgelehnt hat. Es war letztlich das Biden-Team, das der Kommission für Präsidentschaftsdebatten mitgeteilt hat, dass sie aussteigen heuer. Und dann haben die beiden Campaigns quasi zusammen vereinbart, sie machen sich das jetzt direkt mit TV-Stationen aus. Und man muss natürlich auch sagen, das ist ein harter Wettkampf. Die Fernsehstationen befinden sich in einem sehr starken Wettkampf untereinander, vor allem in den USA. Und ABC als Veranstalter verkauft jetzt natürlich Werbeminuten um enorme Geldsummen. Die wollen natürlich nicht, dass in dieser Zeit die Zuseher und Zuseherinnen auf einen anderen Kanal wechseln und dort schon politische Analysen hören. Deswegen haben sie das untersagt, deswegen ist das allen Stationen weltweit nicht erlaubt. Martin Weiß, glauben Sie, wird es eine weitere Debatte geben? Wir wissen, Donald Trump hätte gern eine weitere auf Fox News vor Live-Publikum. Wenn Harris, das Team von Harris, nicht darauf einsteigt, könnte das nicht auch als Schwäche ausgelegt werden? Also das ist jetzt noch eine offene Frage. Gibt es eine Debatte, ja oder nein? Es gibt sicher eine Debatte der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten. Das Datum ist fixiert. Ich glaube, es wird von heute Abend abhängen. Wenn einer der beiden Kandidaten das Gefühl hat, er oder sie hat den Abend glatt gewonnen,
könnte man sich sagen, na ja, ganz ehrlich, noch einmal gewinne ich es vielleicht nicht, lassen wir es gut sein. Also ich glaube, da werden beide das sich sehr taktisch den heutigen Abend analysieren. Und dann kann man immer Argumente finden, dass man sagt, wir haben viel zu tun, wir müssen mit den Bürgern reden, Fernsehen ist nicht so wichtig. Also ich glaube, da werden beide taktisch herumspielen. Es könnte sein, dass es noch eine Debatte gibt, kann aber auch sein, dass es heute die einzige Show in town war. Wie Sie sagen, fix ist der Termin für die Vizepräsidenten am 1. Oktober. Wird es zu diesem TV-Duell geben? Sprechen wir kurz über die Vizepräsidenten. Aus rechtlichen Gründen kann dieser Teil der Sendung leider nicht gezeigt werden. Ja, meine Damen und Herren, die ABC News Präsidentschaftsdebatte geht in die zweite Werbepause. Allen Zuseherinnen und Zusehern, die nicht von Beginn an dabei waren, wollen wir an dieser Stelle erklären, warum wir in dieser Pause das bisher Gesehene und Gehörte nicht analysieren. Das ist uns aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt. Inka P., warum diese strengen rechtlichen Regeln von ABC und warum hat man mit dieser Tradition gebrochen, dass die Kommission für Präsidentschaftsdebatten die TV-Duelle regelt? Genau, ABC hat uns sehr strenge Regeln, wie Sie gesagt haben, auferlegt. Wenn wir diese Debatte übertragen wollen, dann müssen wir uns an diese Regeln halten. Das tun wir selbstverständlich. Deshalb auch an dieser Stelle keine politische Analyse, sondern erst am Ende der Debatte. ABC hat als Fernsehsender in einem hart umkämpften Markt selbstverständlich die Verpflichtung, diese Werbepausen für sich zu nutzen und nutzt sie sehr gut, indem sie teure Werbungen verkauft. Will natürlich nicht, dass die Zuseher und Zuseherinnen auf andere Kanäle wechseln, um dort schon Analysen zu hören. Deshalb ist das untersagt. Der Bruch mit der Historie, dass seit 1988 eigentlich die Kommission für Präsidentschaftsdebatten diese Form von Debatten übertragen hat und das jetzt nicht mehr so ist, sondern dass die Fernsehsender das machen, das ist eigentlich vom Biden-Team ausgegangen. Das Biden-Team war unzufrieden, auch das Trump-Team war nicht ganz zufrieden, weil im September und Oktober immer traditionell diese Debatten übertragen worden sind. Ein Zeitpunkt, der für die Kampagne sehr spät ist, weil da schon einige Briefwahlstimmen eingegangen sind. Man wollte das einfach nach vorne verlegen. Außerdem hat die Kommission für Präsidentschaftsdebatten auch immer Publikum zugelassen. Das Mikrofon war an. Es ist immer wieder zu Situationen gekommen, wo ausgebuht wurde, wo applaudiert wurde. Da hatte, glaube ich, vor allem das Biden-Team einfach Sorge, dass das ihren Kandidaten irritieren könnte. Im National Convention Center verfolgt Christoph Kohl die Debatte. Christoph, meine Frage an Sie, was tut sich denn bei Ihnen und was hören Sie über allfällige Proteste, die im Vorfeld ja auch angekündigt waren? Ja, wir bekommen leider auch nicht zu sehen, was sich gerade auf der Bühne tut. Wir wissen nur, dass Beraterinnen und Berater nicht zugelassen sind. Also Kamala Harris und Donald Trump sind dort jetzt alleine, können sich da nochmal fassen und jetzt ihre Abschluss. Statement noch mal durchgehen. Ich bin hier im Pressezentrum, wo, ich kann es Ihnen ein bisschen zeigen, 1000 Journalisten die Debatte verfolgen und jetzt schon ihre ersten Analysen schreiben. Draußen hat es kleine Proteste gegeben, aber nicht wahnsinnig viel. Ich habe auf dem Weg hierher ein paar pro-palästinensische Demonstranten gesehen, ein paar Menschen vor der Convention, vor der Constitution Hall, aber viel mehr war es nicht. Sprechen wir noch kurz über den Austragungsort. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil ich glaube, es geht gleich weiter. Austragungsort ist Philadelphia im Swing State Pennsylvania. Jüngste Umfragen, Christoph, legen nahe, dass die Wahl in diesem Staat entschieden wird. Wer hat denn laut Umfragen derzeit die besseren Karten? Es ist ein knappes 50-50-Rennen. Daher ist es kein Zufall, dass die Debatte hier stattfindet, denn es wird wirklich um jede Stimme hier gekämpft. Ich würde sagen, es ist leicht Donald Trump im Vorfeld. Für Kamala Harris kommt es an, vor allem in den Vorstädten, in den großen Städten wie hier in Philadelphia, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Vielen Dank, Christoph. Inka, wie schätzen Sie das ein? Wird die Wahl in diesem Swing State in Pennsylvania wie so oft schon in der Vergangenheit entschieden werden? Pennsylvania ist sicher deswegen auch so ein entscheidender Swing State, weil dort immerhin 19 Wahlleute zu holen sind. Christoph Kohl hat es angesprochen. Ich habe erst vor wenigen Stunden mit einem Hochrechner gesprochen in New York, der mir gesagt hat, es ist wirklich ganz, ganz knapp. Vor allem, weil selbst wenn Kamala Harris zum Beispiel in Wisconsin oder Michigan ganz knapp vorne liegt, das ist alles im Bereich der Schwankungsbreite. Donald Trump liegt ganz knapp vorne in Arizona oder Georgia, auch
alles im Bereich der Schwankungsbreite. Und Pennsylvania ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Man kann gar nicht wirklich genau sagen, wer gerade dort den Lead hat. Klar ist aber auch, dass wahrscheinlich der oder diejenige, die Pennsylvania gewinnt, möglicherweise die Präsidentschaft gewinnen wird. Während wir noch auf die Fortsetzung der Debatte warten, sprechen wir noch, Martin Weiß, über die Vizepräsidentschaftsdebatte, die für den 1. Oktober anberaumt ist. Sprechen wir einmal über Tim Walz, der doch eher ein überraschender Running Mate von Kamala Harris war. Warum, glauben Sie, hat man sich für Tim Walz entschieden? Naja, Tim Walz ist jemand, der schon so ein bisschen die Stimme des Volkes spricht. Football-Coach, weißer, älterer Mann. Das passt schon ganz gut auf das Ticket. Vielleicht ein bisschen zu liberal, wir werden sehen. Aus rechtlichen Gründen kann dieser Teil der Sendung leider nicht gezeigt werden. Das war die ABC News Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump live aus dem National Constitution Center in Philadelphia, einem der wohl spannendsten TV-Duelle der jüngeren US-Geschichte. Daher gleich meine Frage an meine Gäste. Zuerst Martin Weiß, wer hat die Debatte gewonnen? Ich glaube, es war ein guter Abend für Kamala Harris, muss ich ehrlich sagen. Sie hat es sehr gut verstanden, Donald Trump aus der Reserve zu locken. Sie hat ihn immer wieder angegriffen. Man kann sagen, she baited him, also sie hat immer so einen Köder ausgelegt und Donald Trump hat angebissen und hat gemerkt, wie er im Laufe der Debatte ärgerlicher und ärgerlicher wurde. Und präsidentiell ist er am Ende nicht ausgestiegen. Also ich glaube, sie hat eigentlich ganz gut versucht, das, was man vorher gesagt hat, Trump ist dann schlecht, wenn er aggressiv wird, wenn er sich ärgert, wenn er dann nach vorne geht. Er muss immer recht haben, er muss immer angreifen. Er hat maßlos übertrieben. Es ist auch Donald Trump, aber da werden die Hunde werden aufgegessen in Ohio von irgendwelchen Migranten und unser Land ist Venezuela on Steroids, also schlimmer als Venezuela. Also er greift dann zur einen und zur anderen Übertreibung. Und daher, glaube ich, war das für sie, sie ist präsidentiell herübergekommen. Ich glaube, wenn sie sich heute der amerikanischen Öffentlichkeit vorgestellt hat, dann haben schon viele jemanden gesehen, wo man sagen kann, ja, ich glaube, die kann das. Inka Piet, teilen Sie diesen Befund? Ich teile die Einschätzung, vor allem auch diesen Aspekt. Die Leute, die Sie sich angeschaut haben heute, haben vermutlich möglicherweise gesagt, ein Teil, ja, die kann das. Es ist so, ich glaube, sie hatte ein Ziel, sie wollte zeigen, dass sie es kann. Und sie hat eine Sache gesagt, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Sie hat gesagt, sie treten nicht gegen Joe Biden an, sie treten gegen mich an. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mit großen inhaltlichen Punkten hier ihr Profil schärfen konnte. Ehrlicherweise nein, dafür ist mir zu wenig inhaltlich nachgeliefert worden zu dem, was schon bekannt war. Aber ich glaube, sie hat ein paar gute Punkte gemacht. Sie hat den Split-Screen dominiert. Diese Momente, wo Donald Trump einfach nur starr nach vorne geschaut hat, wo sie ihn immer wieder angeschaut hat, auch ein bisschen provozierend. Also ich habe zwischendurch die Social-Media-Seiten durchgescreent. Überall sind diese Screenshots von ihr, wie sie schaut und er, wie er schaut, wo alle gesagt haben, okay, sie dominiert eindeutig den Screenshot und möglicherweise ist das bei so einer Wahl wie dieser, die so knapp ist, entscheidender Moment. Ganz interessant war, sie hat auch eigentlich das erste, das Eröffnungsbild dominiert. Sie ist sehr offensiv auf ihn zugegangen, in seine Hälfte sozusagen mit ausgestrecktem Arm. Das hat sie, glaube ich, ganz gut gespielt. Die Körpersprache von ihr, also man merkt, sie hat sich ja in ein Hotel zurückgezogen und hat tagelang geübt. Die haben ein Mini-TV-Studio dort aufgebaut. Sie hat den gleichen Trainer gehabt wie Hillary Clinton und der hat quasi Donald Trump gespielt. Man hat, glaube ich, gesehen, sie hat sich einfach sehr gut vorbereitet auf diesen Moment. Wollen wir jetzt auch darüber mit Christoph Kohl in Philadelphia sprechen. Christoph, Sie haben für uns auch vom Parteitag der Republikaner berichtet aus Milwaukee. Da hat Trump in seiner Rede weit ausgeholt, ist keinem Drehbuch gefolgt, hat ganze 92 Minuten lang geredet. Im Vergleich zu jenem Auftritt in Milwaukee, welchen Eindruck hat Trump heute auf Sie gemacht? War er stringenter? Naja, er hat es zumindest versucht. Er hat es, ich würde sagen, ungefähr 20 Minuten durchgehalten. Ich finde, Donald Trump war zu Beginn der Debatte sehr diszipliniert für seine Verhältnisse. Er hatte ein richtiges Pokerface, das haben ihn seine Berater ja auch üben lassen, quasi, dass er da keine emotionale Regung zeigt. Aber mit dem Abtreibungsthema ist Kamala Harris in Fahrt gekommen und wie Martin Weiß schon gesagt hat, sie hat es auch geschafft, ihn da
zu ködern, ihn aus der Reserve zu holen. Und da wurde er dann immer zorniger und immer unsachlicher. Und genau damit konnte Kamala Harris punkten, denn genau das wollte ihr Team, Trump aus der Reserve holen, dass er quasi wieder dieser grantige, dieser zornige Wutoper ist, der teilweise Sätze sagt, die keinen Sinn ergeben und noch mehr in seine Lügen abgleitet. Und unzusammenhängende Dinge sagt, wie zum Beispiel, dass Kamala Harris Geschlechtsumwandlungen für illegale Einwanderer durchführen lassen wollen würde, was ein absoluter Blödsinn ist. Ja, für Kamala Harris war es auf jeden Fall die Chance, sich einem Millionenpublikum zu präsentieren. Bisher waren es geskriptete Auftritte von ihr mit Teleprompter. Heute Abend musste sie parieren, frei reden und auch wirklich ins Detail gehen in ihrem Wahlprogramm. Ist dir das gelungen? Kamala Harris hat zu Beginn recht nervös gewirkt und da war sie auch recht gescriptet. Man hat es gemerkt, fast jede Antwort war auswendig einstudiert, aber sie wurde mit zunehmender Debatte immer lockerer und hat es auch geschafft, manchmal spontan auf Donald Trump zu reagieren. Hat ja auch immer wieder sehr mit dem Gesicht ihr Missfallen darüber gezeigt, dem, was Donald Trump gesagt hat. Als ehemalige Staatsanwältin liegt ihr das ja auch, liegt ihr das quasi das Prosecuten eines Straftäters, das ist ja auch immer wieder durchgeklungen, das hat sie immer wieder ausgelebt während dieser Debatte, wenn sie zum Beispiel eben auch gesagt hat, dass Donald Trump eben, dass ihm vier Strafverfahren anhängig sind, dass er einmal schon rechtskräftig verurteilt wurde, er ist dagegen in Berufung gegangen. Also da gab es durchaus einige starke Momente von Kamala Harris, nachdem sie sich zu Beginn noch etwas warm laufen musste. Zusammengefasst, Christoph, aus Ihrer Sicht, wem ist es besser gelungen, konkrete Botschaften und auch wirklich klare Angebote an die noch wenig Unentschlossenen zu übermitteln? Ich glaube, das ist tendenziell Kamala Harris besser gelungen. Wie gesagt, Donald Trump hat es zu Beginn versucht, gerade bei dem Thema Wirtschaft, mit dem begonnen wurde, bei dem Thema Lebenserhaltungskosten, hohe Lebenserhaltungskosten. Da war Trump gut vorbereitet, da konnte er durchaus damit punkten. Das war für Kamala Harris etwas schwieriger. Sie war dann aber vor allem bei dem Abtreibungsthema sehr stark, aber auch zum Beispiel, als es um den Kampf um die US-Demokratie ging, konnte sie sich gegen Donald Trump durchsetzen. Also ich glaube, es ist ihr gelungen, da inhaltlich klare Botschaften auszusenden. Die Debatte bei Ihnen im Center haben viele prominente Politiker auch verfolgt. Wie fällt denn deren Resümee aus? Gibt es bereits erste Reaktionen? Dafür ist mir jetzt leider keine Zeit geblieben, da ich quasi direkt vom Debate schauen hierher zur Live-Position gekommen bin. Aber da über meine rechte Schulter sieht man ganz, ganz viele prominente Politikerinnen und Politiker, Senatoren der Demokraten und der Republikaner, die hierher kommen werden. Wie deren Analysen ausfallen werden, ist ein bisschen vorhersehbar. Die Republikaner werden natürlich sagen, Donald Trump war stark. Donald Trump hat gezeigt, dass Kamala Harris für das Chaos an der Grenze verantwortlich ist, dass mit ihr die Wirtschaft in den USA zugrunde geht und dass die Biden-Regierung auch schuld am globalen Chaos mit den Kriegen ist. Und die Demokraten werden natürlich sagen, dass es Kamala Harris gelungen ist, Donald Trumps Lügen aufzuzeigen, dass es ihr gelungen ist, zu zeigen, welche Gefahr Donald Trump für die Demokratie darstellt. Also da werden jetzt beide Seiten versuchen, dieser Debate ihren Spin zu geben und ihren jeweiligen Kandidaten, ihre Kandidatin als Siegerin dieses Wahlduells darzustellen. Christoph Kohl, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen live aus dem National Constitution Center in Philadelphia. Ja, gehen wir hier im Studio jetzt noch einige Punkte durch, die diese TV-Debatte auch dominiert haben, allen voran Abortion, Inka. Traditionell immer ein umstrittenes Thema. Heuer wird es ganz besonders intensiv debattiert. Und das hat sich jetzt hier bei dem TV-Duell auch gezeigt. Hier wurde es besonders emotional. Und war das möglicherweise auch der Turning Point, wo Kamala Harris zum ersten Mal in der Debatte auch ihre Stärke gezeigt hat?
definitiv. Davor hat sie ja, wie Christoph Kohl schon angesprochen hat, eher auswendig gelernte Stehsätze gesagt. Das ist natürlich das Thema. Einerseits, dass vor allem Frauen mobilisiert. Wir wissen, dass es das Top-Wahlthema ist für Frauen unter 45 Jahren. Wir wissen auch, dass es das Thema war, das den Demokraten schon bei den Midterm-Elections geholfen hat, dass sie besser abgeschnitten haben als erwartet. Es war auch so, dass Kamala Harris wirklich versucht hat, klar aufzuzeigen, welche Schritte Donald Trump gesetzt hat, um das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in den USA zu kippen. Er war es ja, der mehrere Höchstrichter, eine Höchstrichterin auch an den Supreme Court nominiert hat. Das Gericht, das letztlich 2022 das jahrzehntelange Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat. Sie hat auch sehr emotionale Geschichten erzählt, Einzelschicksale von Menschen, die jetzt konfrontiert sie mit einer Situation, in einem Land zu leben, in dem in zahlreichen Bundesstaaten einfach gar keine Möglichkeiten mehr bestehen, eine Abtreibung durchführen zu lassen auf legalem Weg. Nicht mal im Fall von Inzest oder Vergewaltigung. Da hat sie einige sehr emotionale Geschichten gehabt, womit sie auch sicher die Menschen erreicht hat. Donald Trump wiederum hat bei dem Thema schon seit mehreren Wochen ein Problem. Er weiß, es ist für ihn die Achillesferse. Er weiß, es ist ein Thema, das für viele Wähler und Wählerinnen wirklich wichtig ist. Und er weiß auch, welchen Beitrag er geleistet hat, um das allgemeine Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu kippen in den USA. Er versucht jetzt immer, das Thema ein bisschen zu umgehen. Er sagt, na ja, es liegt jetzt bei den Bundesstaaten. Er sagt auch, ich bin ja gar nicht für ein allgemeines Abtreibungsverbot. Wir wissen auch, er tut sich sogar schwer mittlerweile, weil er teilweise so flipfloppt in den Positionen, so unklar ist, dass er sogar die Evangelikalen, die radikalen, religiösen Abtreibungsgegner mittlerweile sagen, wo steht der eigentlich? Also es laufen ihm auch auf der konservativen Seite ein bisschen die Wähler und Wählerinnen davon, weil er gerade versucht, hier ein bisschen diesen schmalen Grat zu gehen, um nicht noch mehr Menschen zu verlieren, weil er weiß, es ist einfach so ein wichtiges Thema und er kann hier schwer punkten. Jedem ist klar, welchen Beitrag er dazu geleistet hat, dass Roe v. Wade gekippt wurde. Unmittelbar nach dem Abortion-Thema wurde Harris darauf angesprochen, dass sie ja versucht hat, in den vergangenen Wochen sich von ihren liberalen Standpunkten zu distanzieren, allen voran was das, die umstrittene Fördermethode Fracking betrifft. Spielte dieses Thema bei der Debatte Trump in die Hände? Ja, Fracking ist natürlich ein Thema, das gerade in Pennsylvania ein wichtiges Thema ist. Da kann man sicher Arbeitsplätze schaffen damit oder Arbeitsplätze verlieren, wenn man es nicht mehr zulässt. Und wenn es dann in Pennsylvania am Ende des Tages um ein paar tausend Stimmen geht, muss man schon sehr vorsichtig sein. Und da hat natürlich Kamala Harris in den letzten Wochen und Monaten ihre Positionen angepasst. Ihr Argument ist, ich habe meine Werte nie aufgegeben, meine Werte sind gleich, aber ich passe eben teilweise Positionen an, wenn ich sehe, da gibt es eben neue Realitäten. Wahrscheinlich kann man dieses Flip-Floppen jedem Politiker irgendwo vorwerfen. Niemand hat eine Meinung und hält die von der Wiege bis zur Bahre durch. Also da gibt es sicher Angriffsflächen. Ich glaube, sie hat sich da relativ elegant aus der Affäre gezogen. Ich möchte jetzt meine Frage anbringen, die ich jetzt Ihnen versucht habe, mehrmals schon zu stellen. Die Frage nach der Debatte der beiden Vice Presidents. Sprechen wir über die beiden Kandidaten, allen voran Tim Walz. Er war eine überraschende Entscheidung von Kamala Harris. Er wurde im Vorfeld, sein Name wurde nicht erwähnt. Er stammt auch aus keinem Swing State. Warum hat sich das Team von Harris für ihn entschieden? Also einerseits glaube ich, es hat schon gut gepasst, einen weißen Mann zu nehmen, einen Gouverneur zu nehmen, der politische Erfahrung hat, jemand, der so ein bisschen die Sprache des Volkes spricht, weil sie hat ja immer so ein bisschen den Verdacht, naja, Frau kommt aus Kalifornien, beide Eltern sind Migranten, also ist das jetzt wirklich Mainstream America und da schaut dann der Vizepräsidentschaftskandidat schon aus, so wie Main Street America. Das, glaube ich, hat ganz gut gepasst. Am Ende des Tages glaube ich auch, dass es da um persönliche Beziehungen geht. Ich glaube, die Kandidatin muss jemanden haben, wo sie sagt, mit dem kann ich wirklich gut. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, es ist fast egal. Der Vizepräsidentschaftskandidat entscheidet keine Wahl. Gewählt wird in den USA der Präsident.
mit dem anderen, das muss schon passen für den Kandidaten, aber das ist nicht spielentscheidend. Aber er kann vor allem im Wahlkampf auch für negative Schlagzeilen sorgen, wie J.D. Vance, der für seine sexistischen Äußerungen auch zum Teil von Republikanern bereits kritisiert wird. Und man hat auch das Gefühl, dass Trump sich etwas auf Distanz gegangen ist zu seinem Running Mate. Stimmt dieser Eindruck? Ja, ich glaube, er spürt da, er hat den J.D. Vance genommen in einem Zeitpunkt, wo er gegen Joe Biden angetreten ist. Und da konnte er fast machen, was er will. J.D. Vance ist eigentlich ein zweiter Donald Trump. Damit hat Donald Trump jetzt nicht sich wählbar gemacht für viele andere Wählerinnen und Wähler. Und jetzt spürt er natürlich, zum Beispiel hat J.D. Vance eine knallharte Haltung bei der Abtreibung. Das hilft dem Donald Trump überhaupt nicht. Und man spürt so ein bisschen, auch heute in der Debatte, wo so ein bisschen gesagt wird, Republikaner, da gibt es ja viele, die mich vorziehen. Bei ihren Veranstaltungen, da schlafen die Leute ja fast ein, die hören ihnen gar nicht mehr zu, die gehen schon vorher. Viele internationale Führer sagen, sie sind eine Schande und. Also immer wieder Angriffe in der Hoffnung, dass Trump dort aufspringt. Und das hat gut funktioniert. Der Dick Cheney, glaube ich, wird Kamala Harris nicht die Wahl retten. Es war auf jeden Fall heute ein Höhepunkt des Wahlkampfes. Glauben Sie, wird es noch eine Debatte geben, so wie von Trump gewünscht, auf Fox News? Also ich glaube, jetzt werden wir uns sehr genau anschauen. Die beiden Lager werden genau analysieren, wie ist denn Ihr Kandidat heute Abend wirklich ausgestiegen. So wie ich das sehe, war das eine gute Nacht für Kamala Harris. Sie hat gezeigt, ich kann's. Ich würde mir gut überlegen, ob ich das ein zweites Mal spielen will oder ob ich nicht sage, gut gelaufen, ich habe gezeigt, ich kann das und jetzt gehen wir wahlkämpfen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Team von Kamala Harris sagt, einmal reicht auch. Das Momentum in den letzten Umfragen scheint zu Ende zu gehen von Harris. Konnte sie das Ruder umdrehen? Könnte sein. Da brauchen wir jetzt 3-4 Tage, um zu sehen, in welche Richtung schlägt das aus. Inka, noch ein letztes Mal deine Einschätzung dazu? Ich glaube auch, dass es so sein könnte. Man muss auch dazu sagen, dass Trump beim Thema Wirtschaft natürlich punkten konnte. Da konnte er schon sehr klar machen, dass Biden, Harris zumindest mitverantwortlich gewesen sind für das, was sich in den letzten Jahren preissteigernd ausgewirkt hat. Und da das entscheidende Thema ist für Wähler und Wählerinnen und schon sehr lange in den USA, darf man das, glaube ich, nicht unterschätzen. Da hat er schon den einen oder anderen guten Punkt gemacht. Vielen Dank für diese Einschätzung an Inka Pi und Martin Weiß. Vielen, vielen Dank. Und meine Damen und Herren, vielen Dank auch an Ihnen, an Sie für Ihr Interesse an unserer ZIP-Spezial. Wer letztlich ins Weiße Haus einziehen wird, das wird am 5. November 2024 entschieden. Wir werden Sie natürlich auch an diesem Wahltag ausführlich informieren. Für heute einen guten Start in den Tag. Alles Liebe.